Moin Moin und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal hier bei P-P-P-P-P. So, auf jeden Fall weiter geht's. Road to Liga One. Heute mal in einer anderen Form. Und zwar habe ich mir heute ja, die Spiele so ein bisschen zusammengeschnitten. Ist wahrscheinlich ein bisschen weniger langweilig und man überbrückt so sämtliche Ladezeiten und Wartezeiten. Ich habe das hier schon vorbereitet. Direkt zugeschnitten alles natürlich. Dann legen wir einfach mal los. Mein erstes Spiel gegen Frankreich, wie immer mein Lieblingsgegner. Und wer so eine Ecke kassiert, schmeißt eigentlich direkt den Controller weg. Direkt das 1-0 kassiert, gar keinen Bock mehr. Aber meine Moral natürlich besser als alles andere, deswegen kassiere ich direkt das 2-0. Und wieder so ein ekliges FIFA-Ding. Das kassiert man wirklich nur so bei FIFA, oder? Jetzt mal ehrlich. Also so ein richtiges Rotzding. Aber zum Thema Moral, ich bin natürlich dran geblieben. Wie konnte ich auch anders? So sieht das nämlich aus. 2-1. Morales, ne? Der Morales bleibt am Ball. Und die Belohnung ist dann so ein Kackding wieder mal 3-1. Ich hatte im ersten Spiel auch ehrlich gesagt keine Chance. Ich hatte auch irgendwie, wie gesagt, war das erste Spiel, noch nicht so die Technik, noch nicht so den Controller richtig in der Hand. Ihr wisst, ich spiele immer erstmal falsch rum zum Warmwerden. Und dennoch ist mir irgendwie das 3-2 gelungen. Aber dann weiß ich nicht, habe ich mich übernommen. Dementsprechend wurde ich direkt ausgekontert. Ich habe das direkt mal draufgelassen komplett, weil das waren drei Züge. FIFA-like, Pace 99 gewinnt alles. So ein Pass. Das war dann auch mein Genickbruch. 4-2. Dementsprechend. Tja, und was soll ich sagen? Dann kam es, wie es kommen musste. Ich habe natürlich direkt das 5-2 kassiert. Super Flanke, super Gegentor. Einfach total ärgerlich. Erstes Spiel natürlich. Man hat richtig Bock weiterzuspielen. Liga 5 kann kommen. Vielleicht in 10 Jahren. Naja, was soll ich dazu noch großartig sagen? Das erste Spiel war eine Klatsche. 5-2. Nee, gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Ich habe tatsächlich noch ein Momentum gehabt hier. Und zwar dachte ich so, komm, auf Ehrenbruder-Basis, ich krieg noch ein Tor. Und der Wille, der zählt, und das sieht man genau in diesem Tor, finde ich. Schönes Ding, nochmal vorbereitet. Auf Krampf das 5-3 in der 89. Minute. Hat es mir was gebracht. Vielleicht für die Ehre ein bisschen, für den Stolz. Aber sonst eher weniger. Im zweiten Spiel dann Liverpool. Und wie soll ich sagen, es ging echt gut los. Das 1 zu 0 kassierte ich direkt in der 9. Minute schon. Gar kein Bock, wieder mal. Wieder eine Frage der Moral ist, deswegen auch hier direkt das 2-0 kassiert. Und ja, was soll ich sagen? Es gibt Controller, die leiden unter sowas, in diesem Fall. Aber man muss dranbleiben und deswegen habe ich direkt einfach mal das 2-1 gemacht. Wieder mal Moral bewiesen und Moral wurde belohnt, auch wenn das hier ein bisschen glücklich aussieht. Es war tatsächlich auch ein bisschen glücklich. 2-2 direkt. Und weil mir das nicht genug war, dachte ich, komm. Den fertige ich doch gleich mal ab. Und dann gab es auch direkt anschließend das 3-2, Ball direkt wieder gewonnen. Und ich glaube, das hat noch zwei, drei Pässe gedauert. Jo, jetzt kommt doch, glaube ich, der Pass schon. Und zwar jetzt, genau. Und dann Lewandowski hat einen Strahl. Junge, Junge, Junge. Da freut sich der Weihnachtsmann. Genau, und dann gab es noch das 4-2. Aber das Schöne an dem Spiel war tatsächlich das 5-2. Es war ja so ein bisschen eine Befriedigung aus dem Hinspiel, wurden, also Hinspiel sage ich, aus dem ersten Spiel wurde man so abgeklatscht. Und das zweite läuft dann so. Guckt euch mal bitte das jetzt an. Das Ding mit Gnabry. Also erstmal schießt Gnabry die Ecke. Gut, nichts Besonderes. Aber das ist auch der Grund, warum der Gegner denn Rage quittet ist. Zieht euch das jetzt einfach rein. Müller auf Gnabry. Ein Haken, zwei Haken, drei Haken, vier Haken. Macht auch noch einen fünften. Ja, gar kein Problem. Und fünf ist so eine schöne Zahl und deswegen kassiert er auch das fünfte. Und ganz ehrlich, ich wäre direkt rausgegangen. Ihrem Bruder, dass er noch hier bleibt und versucht, einen Dribbel anzusetzen. Er gibt sich Mühe. So, aber spätestens da war das Spiel für ihn gelaufen. Also, erstes Spiel, das ich dann auch mal gewinnen konnte. Und jetzt kommt der Hammer, Leute. Jetzt kommt der Hammer. Ich habe hier erst ein bisschen vergessen aufzunehmen. Und dann gegen BVB. Und was ist passiert? Keine Ahnung. Wisst ihr, was das soll? Ist das irgendwie ein Multiplayer-Modus online, den man dann auf einmal hat? Im Season-Modus, Zweispieler-Modus? Keine Ahnung, wie ich den aktiviert habe. Ich kassiere hier tatsächlich das 1-0 und dann versuche ich mich hier so ein bisschen durch das Menü zu hätscheln. Ich so, was ist passiert? Wie kann das passieren? Wie kann man das umstellen? Bin dann erstmal völlig verzweifelt durch das Menü gedödelt, alles einmal angeguckt, einmal alles ausprobiert. Ganz witzig, ich habe es dann gleich nochmal irgendwie probiert mit, können wir das Spiel nicht so lassen, wie es ist gerade? So, das kann man hier tatsächlich, habe ich gerade festgestellt, und zwar müsste das gleich kommen, auf Verlassen. Habe ich gesehen, es gibt da eine zweite Option und vereinbarter Spielerbruch. Und da könnte man doch raufgehen, weil ich echt nicht wusste, wie man das wieder umstellt.
Ja, Ehrenbruder sagt sich natürlich, nö, ich führe 1-0, bin BVB-Fan, sowas mache ich nicht. Fair Play und Fair Play dachte er sich im nächsten Spiel dann auch gleich, sage ich schon, im nächsten Moment und gibt mir einfach das 2-0. Ehrenbruder dafür. Und ich habe mich echt geärgert, weil man braucht die Punkte. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe es dann irgendwie wieder hingekriegt, keine Ahnung wie, ich weiß es bis heute nicht. Und ich dachte mir so, ja, Moral beweisen, das kann ich. Und FIFA hatte ein bisschen was dagegen, das seht ihr gleich warum. Also erstmal natürlich 41. Minute 2-0, ja. Aber nicht mit mir, deswegen kassiert er hier erstmal das 2-1. Und ihr seht, das ist noch in der ersten Halbzeit. Zweite Minute der Nachspielzeit und er kassiert das 2-2. Und FIFA denkt sich so, ne, der cheatet doch, der ist doch zu stark. Das können wir so nicht gelten lassen. Jetzt pass mal auf, was passiert. Und gut, dass ich das drauf habe. Ja. Freeze. Ja, ich muss das Spiel neu starten und das Spiel wurde tatsächlich als Niederlage gewertet. Frustrierend. Einfach frustrierend sowas. Das nächste Spiel, wieder mal Liverpool. Ein freundlicher Gegner. Und ja, das erste Spiel, was ich euch gezeigt hatte. Ne, das zweite Spiel. Das ging ja 5 zu 2 aus mit Rage Quit. Hier direkt das 1-0. Schönes Ding. Und was soll ich großartig dazu sagen? Ich hatte den schnellen Coman, der war fit. Habe ich ihn nicht da auch wieder gebracht? Ja, er läuft doch schon. Und er hat auch das 2-0 gemacht, das weiß ich sogar noch. Ganz genau. Ehrenmann, der schnelle Mann da oben auf der linken Seite bei den Münchnern. Aber ich bin sogar in Überzahl tatsächlich in dem Spiel, habe es aber tatsächlich irgendwie vergeigt. Ich habe so ein bisschen mit dem Gegner gespielt. Warum? Weil ich es mir anscheinend erlauben konnte, warum auch immer. Und ja. Sowas bestraft der liebe Gott mit dem 2-2 in der 68. Minute. Und das hat tatsächlich echt lange gedauert, bis ich mich mal wieder so ein bisschen gerafft habe hier. Gegner hat kurz vorher noch so ein bisschen eingewechselt. Das sieht man sogar gerade. Wollte nochmal ernst machen. Und ich dachte mir so, komm, das kann ich nicht so stehen lassen. Digga, 2-2 in Überzahl. Ja, ich habe ihn dann die letzte Flanke, habe ich ihn noch gegönnt. Aber mehr auch nicht. Also dann musste ich das mal eben ernst machen. Ich hatte es dann nie eingewechselt. Habe natürlich auch die Wechsel genutzt. Und das ging eigentlich ganz gut. Davies habe ich übrigens auch gebracht. Ich dachte, ich bringe noch mal ein bisschen was Schnelles. Und Sané hat sich in diesem Fall definitiv gelohnt. Habe diese Überzahlsituation direkt wahrgenommen und diesen langen Ball einfach nur noch gesucht. Und der Rest, vielleicht auch ein bisschen Glück, aber auch Auge. Tatsächlich 3-2 gewonnen. Und dann kam das Spiel, was mich dazu bewegt hat, das alles hier zu cutten. Guckt euch das mal an. Was für eine Verbindung. Und das kann man euch auch nicht antun, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, wer guckt sich sowas freiwillig 10 Minuten durchgehend an? Ich hatte echt Schmerzen. Aber ich glaube tatsächlich, das Spiel konnte ich dann auch noch für mich entscheiden. Bin mir gerade nicht sicher. Klassischer 1-1-Move, ne? Mit 1-0 ist man nicht zufrieden, den Gegner erstmal rankommen lassen. Das ist ja der Moment, wenn man den Controller direkt wieder umdreht nach 1-0-Führung, weil man die Gegner so unterschätzt. Ja, gab dann aber gleich einen Elfmeter. Und ich und Elfmeterschießen. Eieiei. Man kann gar nicht hinsehen, oder? Das ist echt schlimm. Also ich kann Freistöße, Elfmeter kann ich gar nicht in dem Spiel. Und so sieht das dann auch aus. Souverän verwandelt. Tatsächlich ist es nicht der Elfmeter, den ich meinte. Aber wie auch immer, 35. Minute, 2-1 Führung. Und ich hatte dann so ein bisschen den Lauf. Ich bin ein bisschen warm geworden. Habe vielleicht auch mal den Controller richtig rumgehalten zur Abwechslung. Und der Gegner kassiert dann auch mal. So sieht das dann auch ganz schnell aus bei mir. Und ein nach dem anderen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also 4-1. Natürlich nicht. Der Gegner durfte nochmal eine schöne Flugparade zeigen, hatte dann aber anschließend schon gar keinen Bock mehr. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt die Geduld hatte, so lange zu spielen. Eine ganze Halbzeit mit so einer Verbindung. Trotzdem 3-1. War ganz stabil. Das war aber für den Gegner dann Grund genug, aufzugeben. Ja, das soll es dann auch an dieser Stelle gewesen sein. Also, das waren die Spiele bis zur Liga 5 tatsächlich. Und das ist auch ein schönes Bild hier, um das Ganze zu beenden. Liga 5, das heißt, das gehe ich jetzt demnächst an. Ich habe so die Idee, das vielleicht in Zukunft immer so zu machen. Auf jeden Fall schön zusammenkarten. Vielleicht nicht nur die Tore, vielleicht gibt es noch ein paar schöne Chancen, die ich da mit reinschneiden kann oder ein paar Situationen, ein paar lustige Momente, so wie diese Freezes, die dann einen nicht erlauben zu gewinnen. Ja, das Ganze, wie gesagt, gehe ich dann in Zukunft an und bis dahin hoffe ich, dass ihr dann wieder einschaltet. Wir sehen uns dann in Zukunft wieder, reingehauen und wieder schauen.